Willkommen mal wieder zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, mit meiner Bunny Fang. Nicht mehr Lights Out. Aber hier mit Korrupte. Oh. Oh, hi, hi. Ist ja ein großes Treffen. Und hier ist auch noch bestimmt, ne? Ja, ja, ich höre schon Korrupte. Okay, jetzt müssen wir erstmal einen freien Gen suchen. Und... ja gut, ich fand es gut, dass man diese Aufgaben von Lights Out auch im normalen Modus machen konnte, dass man sie nicht unbedingt in Lights Out spielen musste. Hier ist aber auch kein Totem, ne? Ja, ich könnte ein Totem nämlich gebrauchen wegen meinem innere Heilung, ne? Oder wie heißt das jetzt eigentlich, innere Kraft? Das ist der untere Perk, ne? Wenn ich dir jetzt ein Totem zerstöre, dass ich dann in einen Schrank einfach nur reingehen muss, kurz warten, dann bin ich geheilt. Aber Verzerrung habe ich bei, weil momentan dachte ich so, ist ja oft der Smyers. Okay, er hat schon die nächste Stufe erreicht. Die Verzerrung habe ich momentan gerne mit, wegen dem Billy. Ne? Seitdem er ja diesen Buff bekommen hat, wird er natürlich wieder öfter gespielt. Natürlich wollen die Leute ihn ausprobieren. Okay, ich dachte erst. Und war da hinten? Das könnte sein, ne, dass er da hinten war, ne? Und Billy natürlich, hatte ich so die Erfahrung gemacht, nimmt natürlich jetzt gerne auch Barbecue mit, dass er, wenn er jemanden aufhängt, dass er dann die Augen sieht, wenn man weit genug weg ist, und dass er dann halt ordentlich Stoff geben kann auf der Kettensäge und hinfahren kann. So, die verleibe ich mir eben ein. Naja, immerhin haben wir einen Gen schon fertig. Aber der war noch nicht im zweiten Status, ne? Also... kann es sein, dass er ein bisschen was braucht? Ey, ich habe nur keinen Bock auf so einen Insta-Kill, Myers. Oh, wurde schon geholt. Ja, und die rennen auch irgendwie weg. Okay. Ist das? Ist das ein Grafikfehler? Nee, ist mir noch nie aufgefallen. Hä? War das schon? War das schon immer da? Okay, ich muss gucken, er jagt keinen. Vielleicht ist doch. Nee, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Das ist. Der braucht ganz schön lange, um die letzte Diabolikstufe zu bekommen, ne? Jo, jo, er will. Er will die geile Bunny angucken. Ah, shit. Dann machen wir nochmal Fenster-Action, ne? Oder? Oh, shit. Okay, jetzt. Nice. Shit. Oh ja, ist Insta-Kill. Oh Mann, ey. Also wenn ich einen Killer... ich hasse viele Killer, ne? Aber wenn ich etwas hasse, dann ist es Insta-Kill, Myers, ne? Ich finde das... ich weiß auch nicht, ey. Klar haben sie mittlerweile ein bisschen was geändert und so weiter. Jetzt ist er natürlich sofort raus, wenn er einen killt. Aber trotzdem. Irgendwie ist das nicht so... jetzt hat er direkt den nächsten. Ne? Irgendwie ist das. Ich weiß nicht. Schreibt mir gerne mal eure Gefühle, Feelings dazu. Zu diesem Insta-Kill Myers. Okay. Eine Sache muss man sagen. Es ist natürlich Thrill. Oh, shit. Es ist natürlich Thrill bei Myers. Man weiß es nie, was bei ihm kommt. Natürlich kann man es ein bisschen spüren, wie lange er braucht, um seine Diaboliks da aufzuladen. Oh, Hauptsache, er sieht mich nicht. Aber wie gesagt, so ein Insta-Kill Myers. Die Runden sind meistens nicht so gut.
So, komm, komm, komm. War aber auch hier instant, ne? Jo. Ah. Hier kurz weiter. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Der kommt. Ich gehe einfach zu meinem Gender hinten. Nochmal zurück. Ace macht einen Totem gerade. Ja, ich meine, man hatte auf jeden Fall geilere Übersicht durch diese ganzen Statusmitteilungen und so weiter. Das ist ja im Gegensatz zu damals ja auch um einiges besser geworden. Ne? Ich meine, damals, vor Jahren, hatte man ja gar nichts. Ne? Obwohl, ich weiß gar nicht, ob Jahre stimmt. Seit wann haben wir diese Statusmeldung? Auch erst 2023? Ja, ne? Ah, ich weiß es gar nicht. Bloß nicht hier hinkommen. Ja, schön weggehen. Der Ace, ich glaube, der muss irgendwas haben, um irgendwie die Leute an den Gens zu sehen oder so. Oder halt, wie heißt er nochmal, Bindung oder... Ja, nee, mich würde er nur mit Bindung sehen. Weil ich bin ja nicht verletzt. Wäre eigentlich besser, du jetzt noch beweise dich mit Ace. Nein, nein. Scheiße. Guck jetzt nicht nach rechts. Schön. Schön, schön, schön. Ich meine, wir kommen eigentlich ganz gut durch mit den Gens. Komm, wir müssen abhauen. Wir müssen 100 pro abhauen. Yo, yo, yo. Hau ab! Achso, du musst durchs Fenster. Oh, scheiße, darf man jetzt nicht so sehen. Okay, Ace ist am Gen dran. Oh, shit. Ah, er hat Entscheidungsschlag bei. Nice, ist freigekommen. Ace, jetzt komme ich mal zu dir. Jawohl, komm, wir ziehen durch jetzt. Oh, das wäre geil. Das wäre geil. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, hat er jetzt aufgehört zu jagen? Nein, er hat mich gesehen. Nein, scheiße, er hat mich gesehen. Komm, 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 komm. Oh nein. Scheiße. Nein, ich will das nicht. Oh. Boah, wie das war romantisch. Habt ihr das gesehen, wie ich da so am Feuer gelegen habe? Also, wenn ich was kann, dann posen, ne? Jawohl, die anderen sind beide. Beide Klassschiff eigentlich, ne? Ja, ja. Ja, immerhin. Hat er dann wirklich von ihm abgelassen, ne? Ja, es ist noch Ace da. Ja, gut, okay. Schade, dass es nicht gereicht hat, ne? Zum Entkommen. War aber eigentlich doch eine gute Runde gegen so einen Insta-Kill Myers da. Ich hasse ihn ja wie die Pest. Ja, gut, er kriegt auch nur 17.000, ne? Naja. Ja, wie gesagt, schreibt mir mal eure Meinung zu Instakill.
Meyers, ne, was ihr davon haltet, eure Feelings dazu. Und ich hoffe, es hat gefallen und Spaß gemacht. Über ein Like, Abo und Kommentar würde ich mich wie immer freuen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Malida.